Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke für Ihre Geduld für die kurze Phase des Umbaus. Ich darf jetzt in der langen Nacht der Kirche mit dem nächsten Vortrag anschließen. Das Thema, das ich mir gewählt habe, ist Jesus, Sohn des Panthera? Und es handelt sich um eine uralte, ein uraltes Gerücht, eine uralte Verschwörungsmythe über Jesus von Nazareth, die ich mir gerne von ihren Ursprüngen und von ihrer historischen Belastbarkeit her mit Ihnen gemeinsam anschauen möchte. Wir haben einige antike Zeugen zu dieser Tradition, Jesus Sohn des Panthera. Wir sind vielleicht geneigt zu vermuten, dass Panthera ein Frauenname ist, weil er auf A endet, aber Faktum ist, dass es sich um einen Mann handelt, konkret um einen römischen Offizier. Und die ältesten Zeugen für diese Tradition sind der heidnische Schriftsteller Celsos, ein antiker Philosoph, von dem wir allerdings nicht mehr direkt Informationen verfügen, sondern diese Informationen sind durch den Kirchenvater Origenes auf uns gekommen. Dann ein sehr alter rabbinischer Text aus der Tosefta, darüber werde ich noch sprechen. Dann Epiphanius von Salamis, das ist ein griechischer Kirchenvater. Die sogenannten Pilatusakten, eine apokryphe Schrift, vermutlich aus dem 4. Jahrhundert, eine apokryphe schriftliche christliche Schrift. Und dann gibt es den Talmud Jerusalmi, das ist der sogenannte Jerusalemer Talmud. Sie wissen vielleicht, den Talmud gibt es in einer doppelten Ausgabe, einmal als Talmud Jerusalmi, Jerusalemer Talmud, beziehungsweise als Talmud Bavli, der babylonische Talmud, und mit dem werden wir uns auch auseinandersetzen. Davor noch chronologisch geordnet Johannes von Damaskus, ein ganz, ganz wichtiger griechischer Kirchenvater des 7., 8. Jahrhunderts. Das wäre zunächst einmal eine Übersicht der chronologischen Bezeugung. Ich würde jetzt gerne mit dem ältesten Bericht über diese Tradition anfangen, dass nämlich Jesus von Nazareth Sohn eines römischen Centurios oder römischen Soldaten gewesen ist. Das findet sich bei einem hochgebildeten heidnischen Schriftsteller der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Das Christentum hat sich damals bereits so weit ausgebreitet, dass gebildete Heiden, gebildete pagane Menschen beginnen, sich für diese neue Bewegung zu interessieren. Und Celsos schreibt ein Buch, Aletheis Logos, das Buch von der wahren Lehre. Und ich habe hier geschrieben, das ist die Polemik eines hochgebildeten, antiken, paganen Menschen gegen diese neue Bewegung des Christentums. Dieses Buch ist leider nicht erhalten geblieben, außer durch eine Gegenschrift des ägyptischen Kirchenvaters Origenes, der in Alexandria geboren wurde, später dann nach Caesarea ausgewandert ist. Und Origenes hat in seinem Werk, das er deutlich später geschrieben hat, umfangreiche Abschnitte aus diesem Werk des Celsos zitiert. Und diese von Origenes zitierten Bruchstücke dieses Werkes sind eigentlich die einzigen Möglichkeiten für uns, auf diese Schrift des Celsos zurückgreifen zu können. Er nannte das Buch Kata Celso, also gegen Celsos, und geht sozusagen Schritt für Schritt vor, um zu widerlegen, was dieser gebildete pagane Philosoph hier über ihn gesagt hat, über Jesus gesagt hat und über das Christentum gesagt hat. Und ich wiederhole noch einmal, das war extrem kritisch. Hier sehen Sie ein Manuskript auf der rechten Seite aus dem 15. Jahrhundert aus der Nationalbibliothek in Paris. Ich zitiere, oben habe ich den griechischen Text für diejenigen, die das gerne mitlesen wollen, unten die deutsche Übersetzung aus der Bibliothek der Kirchenväter von Paul Kötscher. Doch wir wollen uns nun wieder zu den Worten zurückwenden, die Celsus den Juden sagen lässt, zu der Behauptung nämlich, die Mutter Jesu sei von dem Zimmermann, mit dem sie verlobt war, verstoßen worden, weil sie des Ehebruchs überführt worden sei und von einem Soldaten namens Panthera geboren habe. Das ist sozusagen das erste Auftreten dieser Tradition.
dass Jesus durch Ehebruch entstanden sei, den seine Mutter mit einem römischen Soldaten namens Pantera begangen habe. Und dieser leibliche Vater Jesu sei ein Stratiotes, also ein Soldat oder Krieger namens Pantera gewesen. Und Pantera ist eigentlich der Name Panther, das ist also der Beiname dieses Soldaten gewesen, der sich selber als Panther bezeichnet hat. Etwas später in seinem Werk gegen Celsus kommt Origenes bzw. Celsus dann noch einmal ausführlicher auf diesen Vorwurf zu sprechen. Und Origenes schreibt hier: Hierauf lässt Celsus einen Juden auftreten, der sich mit Jesus selbst unterredet und ihn, wie er meint, wegen vieler Dinge zur Rechenschaft zieht. Zuerst wirft er ihm vor, dass er sich fälschlicherweise als den Sohn einer Jungfrau ausgegeben habe. Er schmäht ihn aber auch, dass er aus einem jüdischen Dorf und von einer einheimischen armen Handarbeiterin stamme. Er sagt dann, diese sei von ihrem Mann, der seines Zeichens ein Zimmermann gewesen, verstoßen worden als des Ehebruchs schuldig. Weiter bringt er vor, von ihrem Mann verstoßen und unstet und ehrlos umherirrend, hatte sie den Jesus heimlich geboren, dieser habe aus Armut sich nach Ägypten als Tagelöhner verdungen und dort sich an einigen Zauberkräften versucht, auf die die Ägyptier stolz seien. Er sei dann zurückgekehrt und habe sich viel auf diese Kräfte eingebildet und sich ihretwegen öffentlich als Gott erklärt. Man merkt also, dass hier einige biblische Traditionen, die aus dem Neuen Testament bekannt sind, aufgegriffen werden. Unter anderem die Flucht nach Ägypten, die natürlich im Neuen Testament bei Matthäus anders erzählt wird. Aber wer auch immer sozusagen der Urheber dieses Gerüchtes oder dieser Tradition ist, erkennt zumindest diese Traditionen. Was ist von diesen Vorwürfen des Celsos, die ihm offensichtlich von jüdischen Menschen zugetragen worden sind, und Celsos war einer, der auch das Neue Testament sehr gründlich studiert hat, der sich sehr intensiv mit diesem Christentum und seinem Anspruch befasst hat, was ist davon zunächst einmal zu halten? Auf den ersten Blick gibt es einige interessante historische Spuren, auf die ich Sie hier gerne verweisen möchte. Ich beziehe mich hier auf den großen Adolf Deismann, der einer der ersten war, der umfassend zeitgenössische Quellen aus der Umwelt Jesu ausgewertet hat. Der Klassiker, den er dazu geschrieben hat, Licht vom Osten, kann man heute im Internet gemeinfrei herunterladen und sich anschauen. Eine unglaubliche Fülle von Material, die er hier gesammelt hat. Und er schreibt für seinen Lehrer Theodor Nöldecke zum 70. Geburtstag einen Artikel über den Namen Pantera. Und da listet er einige römische Zeugnisse auf, aus denen hervorgeht, dass das ein durchaus gängiger Soldatenname zur Zeit Jesu gewesen ist. Es geht dann sozusagen noch konkreter: in der Römerhalle in Deutschland in Bad Kreuznach ist dieses Grabmal des Tiberius Iulius Abdes Pantera erhalten geblieben. Er wurde ungefähr 22 vor Christus in Sidon geboren, also das ist jetzt nicht so weit von Israel weg, und er starb um das Jahr 40 nach Christus bei Bingerbrück. Und jetzt läge es sozusagen nahe zu sagen, könnte das eventuell dieser Pantera sein, also der Vater, der leibliche Vater Jesu in dieser Tradition. Ich denke nein, aber zumindest ist diese ganze Pantera-Geschichte jetzt nicht einfach nur eine Spinnerei, die dem Origenes von dem Celsos zugetragen wurde. Was das Ganze noch merkwürdiger macht in meinen Augen, und das hat mich selber überrascht, als ich mich intensiver mit dieser Tradition auseinandergesetzt habe: wir haben komischerweise, abgesehen davon, dass Origenes diese Tradition natürlich zurückweist, weil er sie für vollkommen verkehrt hält, und er argumentiert das auch ausführlich gegen Celsus, aber wir haben komischerweise eine christliche Tradition, die versucht, Jahrhunderte später positiv an diese Tradition anzuknüpfen, und das ist sehr, sehr merkwürdig. Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung
des sogenannten Alten Testamentes, zum Beispiel beim Propheten Hosea, Gott von sich als ein Panther spricht, der er für Ephraim sei und ein Löwe für das Haus Juda. Und dasselbe Motiv finden wir dann an einer weiteren Stelle des Hosea-Buches im 13. Kapitel. Und ich will für sie ein Panther und wie ein Leopard sein auf dem Weg der Assyrer. Sie kennen vielleicht auch das Bild vom Löwen aus dem Stamm Juda, das die Offenbarung des Johannes gebrauchen wird. Epiphanius von Salamis um 315 bis 403 bringt eine Art Stammbaum Jesu. Ich habe die Quelle hier angegeben, ich habe das aus dem Griechischen übersetzt. Denn wie konnte so ein Greis, gemeint ist Josef, eine Jungfrau zur Frau haben, die von seiner ersten Frau her so lange, der von seiner ersten Frau her so lange verwitwet war? Zur Erklärung, das ist eine Tradition aus dem sogenannten Protoevangelium des Jakobus. Demnach sei Josef deutlich älter gewesen als Maria. Und die Geschwister Jesu, die im Neuen Testament erwähnt werden, seine Brüder und seine Schwestern, werden als Kinder von Josef aus dieser ersten Ehe betrachtet. Denn dieser Josef ist also der Bruder des Klopas geboren, er war aber der Sohn des Jakob mit dem Beinamen Panther genannt. Diese beiden sind von dem mit dem Beinamen Panther gezeugt worden. Dieser Josef nun nahm seine erste Frau aus dem Stamm Juda und sie empfing von ihm Kinder, 6 der Zahl, 4 männliche und 2 weibliche, wie es das Evangelium nach Markus und nach Johannes kundtut. Also das Merkwürdige ist bei Epiphanios, dass er diese Panther-Tradition, die eigentlich einer polemischen Richtung gegen Jesus entspringt, aufgreift, weiß er das nicht mehr, hat der Origenes nicht gelesen, und den Namen in den Stammbaum Jesu einbaut, indem er nämlich den Panther zu einem Vorfahren des Josef macht. Theologisch ungleich bedeutender ist Johannes von Damaskus aus dem 7. Jahrhundert. Und hier ist es so, ich habe Ihnen das in diesem kurzen Zitat aus seinem Buch über den orthodoxen Glauben mitgebracht. Hier ist es so, dass er die Panther-Tradition auf der anderen Seite des Stammbaums Jesu unterbringt, nämlich in der Linie von Maria, der Mutter des Herrn. Und das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig, dass diese griechischen Väter um diese Panther-Tradition wissen, aber kein Problem haben, sie in irgendeiner Form verträglich in den Stammbaum Jesu einzubauen. Dazu passt vielleicht diese Folie noch, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Das hier ist so ein Florilegium von Anrufungen des Herrn Jesus bei den griechischen Kirchenvätern. Und wenn Sie griechisch lesen können, dann sehen Sie, in der Nummer 76 wird Jesus als Panther angeredet. Also nicht nur als David, als Logos, als Wurzel Davids und so weiter, sondern zu diesen vielen Ehrennamen Jesu, die hier gewählt werden, wird auch der Name Panther gezählt. Was wir weiterhin feststellen können, wenn wir in die frühesten Kirchenväter hineinschauen, und dazu zähle ich unter anderem Tertullian, der auf Lateinisch geschrieben hat, dass es so etwas wie eine Kenntnis des Vorwurfes gibt, dass Jesus durch Ehebruch gezeugt worden sei. Und bei Tertullian, bei Eusebius Hieronymus, dem großen Übersetzer der Vulgata, und in den apokryphen Pilatus-Akten wird dieser Vorwurf auch ausdrücklich thematisiert und natürlich zurückgewiesen. Aber das Interessante ist, bei diesen genannten Herren spielt der Name Panther keine Rolle. Also die kennen den Vorwurf, Jesus sei durch Ehebruch gezeugt worden, aber sie kennen offensichtlich nicht diese Panther- oder Panthera-Tradition. Ich habe Ihnen hier einen längeren Abschnitt aus den apokryphen Pilatus-Akten mitgebracht. Die Pilatus-Akten tun so, als ob sie quasi die Akten von dem Prozess Jesu vor Pilatus seien. Da habe quasi jemand alles mitstenografiert, was hier geredet worden sei. Ich lese diesen langen Abschnitt jetzt nicht vor. Inhaltlich geht es darum, dass die Ältesten bzw. die hohen Priester mit diesem Vorwurf vor Pilatus auftreten und sagen, dieser Jesus ist eigentlich durch Ehebruch gezeugt worden. Und andere Umstehende weisen diesen Vorwurf dann zurück. Pilatus, der sich übrigens am Ende dann zu Jesus bekehren wird,
in diesen Pilatus-Akten, konfrontiert diese hohen Priester dann mit der Ausrede ihrer Gefährten, und die sagen an, die Leute, die das sagen, das sind alles Proselyten bzw. Anhänger Jesu. Wichtig ist mir nur in diesem Kontext, ich halte das jetzt absolut nicht für ein historisches Dokument, aber der Vorwurf ist bekannt, allerdings ohne den Namen Pantera. Ich ziehe mal ein erstes Zwischenfazit und kann hier sagen, ursprünglich stammt dieser Vorwurf, ein Soldat namens Panther sei eigentlich der leibliche Vater Jesu, aus einer frühen jüdischen Polemik gegen die Abstammung Jesu. Und wir finden relativ früh auch Abwehr dieses Vorwurfes bei den Kirchenvätern, aber merkwürdigerweise eben auch den Umstand, dass dieser Vorwurf weggeblendet und diese Tradition positiv in den Stammbaum Jesu aufgenommen wird. Eine kurze Moment bitte. Damit wird es für mich Zeit, mich der jüdischen Tradition zuzuwenden und hier den ältesten Zeugen, die wir in diesem Kontext haben. Und was Sie hier sehen, ist ein Artikel, der stammt von Samuel Kraus, der übrigens hier in Wien gelehrt, gearbeitet und publiziert hat, drüben im zweiten Bezirk an der israelitischen Lehranstalt. Und der hat ein griechisch und lateinisches, also ein Wörterbuch der griechischen und lateinischen Lehnwörter im Talmud verfasst, ein absolut großartiges Werk. Und der kommt hier auf Pandera bzw. Pantera zu sprechen. Die Ableitung, die Sie hier sehen, verwirft er dann im weiteren Verlauf des Artikels. Das ist aber jetzt nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Er gibt hier die wesentlichen Texte der rabbinischen Tradition an und ich bin ihm hier gefolgt, chronologisch in der Durchsicht durch diese Texte. Auffällig ist, dass der Name unterschiedlich geschrieben wird, was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass es ein griechischer Name ist, der eben auf Aramäisch bzw. auf Hebräisch leicht verändert gelesen und ausgesprochen wurde. Wir lesen also Pandera, Pandira, Pantera, Pantiri. Das sind die unterschiedlichen Schreibweisen, die uns relativ klar erkennen lassen. Wir haben es hier mit einer fremdsprachigen Tradition zu tun. Das erste Dokument, was ich mir mit Ihnen anschauen möchte, ist vollständig nur erhalten in einer wunderbaren Handschrift, die hier in Wien in der Nationalbibliothek aufbewahrt wird. Codex Hebraicus 20, und das ist die sogenannte Tosefta. Das ist ein frühes rabbinisches Werk in Begleitung mit der Mishnah, auch an ihren Traktaten orientiert, und bietet eine Fülle von sehr alten Traditionen und Überlieferungen. Und in der Tosefta Chulin, man kann sie mit Günter Stemberger ungefähr ins 3., 4. Jahrhundert datieren, also es ist ein sehr, sehr alter Text, wird hier eine Geschichte erzählt, wo das erste Mal in der rabbinischen Literatur diese Tradition mit Pantera bzw. Pantiri auftaucht. Ich habe das übersetzt und lese das Ganze mal vor. Es handelt sich um eine Geschichte von Rabbi Eliasar ben Dama, dass eine Schlange ihn gebissen hatte. Da kam Jakob, ein Mann von Kefasama, um ihn zu heilen im Namen von Jeshua ben Panitera. Jeshua ist natürlich Jesus und ben Panitera ist Jesus, Sohn des Panther. Ja, das ist also eindeutig diese Tradition, die wir hier haben. Rabbi Yishmael erlaubte es ihm nicht. Sie sagten zu ihm, es ist dir nicht gestattet, ben Dama. Er sagte zu ihm, ich bringe dir einen Beweis, dass er mich heilen darf, nämlich der, der im Namen von Jesus, dem Sohn des Panther, diese Heilung zusprechen kann. Es handelt sich offensichtlich um einen christlichen Wunderheiler, wenn man so will. Und er hatte nicht genug Zeit, einen Schriftbeweis zu bringen, bis dass er starb. Es geht dann weiter. Sozusagen assoziativ wird eine weitere Geschichte angehängt, diesmal von Rabbi Eliezer.
Rabbi Eliezer ist eine besondere Figur in der oder Persönlichkeit in der rabbinischen Literatur. Das ist immer der, der eine Extremposition vertritt, die von der Mehrheit der anderen Rabbinen abgelehnt wird. Und deswegen kommt er immer wieder auch in gröbere Schwierigkeiten mit den anderen Rabbinen, ist aber trotzdem ein hoch angesehener Gesetzeslehrer. Und diese Geschichte, die direkt danach erzählt wird von der Tosefta, weil es offensichtlich um diese Geschichte mit Jesus, dem Sohn des Panther, geht, beziehungsweise einem Mann, der im Namen dieses Jesus, Sohn des Panther, handelt, geht folgendermaßen, Maaseh heißt das auf Hebräisch, eine Geschichte von Rabbi Eliezer, dass er wegen der Lehre von Minut verhaftet worden sei. Minut habe ich jetzt nicht übersetzt, man könnte es eventuell mit Ketzerei wiedergeben. Und sie brachten ihn hinauf zum Richterstuhl, um ihn zu verurteilen. Jener Hegemon, da wird das griechische Wort Hegemon verwendet, also ein hoher Beamter, der hier die Untersuchung führt, sagte zu ihm, ein Greis wie du sollte sich mit solchen Angelegenheiten befassen. Er sagte zu ihm, mein Richter ist vertrauenswürdig, was mich angeht. Da wurde jener Hegemon dazu gebracht, zu meinen, dass Rabbi Eliezer nur von ihm sprach. Und Rabbi Eliezer hatte nicht diesen Richter im Sinn, sondern im Gegenteil seinen Vater, der im Himmel ist, also den himmlischen Richter. Er, also der Hegemon, sagte zu ihm, weil du mich für vertrauenswürdig erklärt hast, was dich angeht, spreche auch ich als Richter so. Ist es möglich, dass diese grauen Haare sich in solchen Angelegenheiten irren? Eine rhetorische Frage, die Antwort ist, das ist eigentlich nicht möglich. Daher das Urteil Dimos. Siehe, du bist frei. Ein paar Splitter sozusagen aus diesem hochspannenden Text. Wir haben hier eine ganze Reihe von griechischen Lehnwörtern. Der Ausdruck Bima kommt von dem griechischen Bema, ein erhöhter Ort, eine Rednertribüne, der Richterstuhl. Dass man vor den Richterstuhl gebracht wird und von einem Hegemon sich verantworten muss, das können Sie im Neuen Testament mit der identischen Wortwahl nachlesen, zum Beispiel in Matthäus 27, also aus der Matthäus-Passion. Und Dimos ist nichts anderes als das lateinische Lehnwort Dimissus, was so viel heißt, du bist entlassen, du bist freigesprochen. Ich hoffe, Sie haben gemerkt, dass Jesus, der Sohn des Panther, als Person gar nicht auftaucht, sondern dass jemand im Namen von Jesus ben Panitera hier Einfluss nimmt und Rabbiner dadurch in Schwierigkeiten bringt. Die Tradition selber wird spannenderweise überhaupt nicht erklärt. Wenn wir dann noch weiterlesen, heißt es hier, und als er von dem Richtstuhl wegging, tat es ihm leid, dass er wegen der Lehre von Minut verhaftet worden war. Seine Schüler versammelten sich, um ihn zu trösten, aber er nahm es nicht an. Rabbi Akiva kam und sagte zu ihm, Rabbi, darf ich vor dir ein Wort sagen, damit du dich doch nicht bedrückt fühlst? Er sagte zu ihm, sprich. Er sagte zu ihm, vielleicht war es einer von den Minin, also von den Irrlehrern, hat er zu dir etwas über Minut, über Ketzerei gesprochen und es hat dir gefallen? Er sagte, Himmel, du bringst mich dazu, mich zu erinnern. Einmal bin ich auf der Straße nach Sepphoris gereist. Sepphoris ist die Stadt in unmittelbarer Nachbarschaft von Nazareth übrigens. Ich traf Jakob, einen Mann von Kepha Sichnia, und er sagte eine Lehre von Minut im Namen von Jeshua ben Pantira. Und mir gefiel es und ich wurde verhaftet wegen der Worte von Minut. Also was hat Rabbi Eliezer in diesen ganzen Brassel sozusagen hineingebracht, dass er auf diese Worte eines Christen gehört hat, die der im Namen von Jeshua ben Panitera hier vorgetragen hat. Kleine Erwähnung am Rande, dieser Ausdruck Min und Minin und Minut ist zum Beispiel einem lateinischen Kirchenvater sehr vertraut, nämlich Hieronymus, der in einem Brief an Augustinus über diese Minin schreibt. Für ihn sind das zu seiner Zeit Judenchristen, also Leute, die gleichzeitig Juden und Christen sein wollen, was in seinen Augen damit endet, dass sie keines von beiden sind. Aber es ist spannend, dass Hieronymus, der ja Hebräisch gelernt hat, um die Bibel zu übersetzen, diesen Wortgebrauch auch kennt. Hier haben Sie einen kurzen Blick in die Handschrift. Wenn man Hebräisch lesen kann, ist es relativ schön zu lesen. Matzati
Yaakov ish kefar zichnia ve'amar diber shel minut mishem Yeshua panitera. Ja? Also ich fand diesen Mann und er sagte mir eine Lehre im Namen von Yeshua ben panitera. Ich fasse kurz zusammen, in der ältesten jüdischen Tradition, die für uns greifbar ist zu dieser Tradition, wird der Name Panitera einfach oder Pantera einfach vorausgesetzt, aber er wird nicht erklärt. In dieser Geschichte ist die besondere Rolle zu beachten, die Rabbi Eliezer in ganz, ganz vielen talmudischen und anderen Traditionen hier spielt. Diese Geschichte spielt zu einer Zeit, wo Christentum und Judentum sich noch nicht definitiv getrennt hatten. Immer noch ist eine große Anziehung und Auseinandersetzung da, die vor allem von den Leitern auf beiden Seiten argwöhnisch beäugt wird, von den Rabbinen auf der einen Seite, von den Kirchenvätern auf der anderen Seite. Spannend ist, dass diese Tradition sich eben auch im Talmud findet, im Jerushalmi, im Traktat über den Schabbat und im Traktat über Avodah Zarah, also über den Götzendienst. Und in ihrer vollendeten und reifsten Form findet sich diese Tradition im großen Midrash zum Buch Kohelet, Kohelet Rabbah. Was mir aufgefallen ist, als ich mir die Handschriften angeschaut habe, und das ist heute dank des Internets wunderbar möglich, ganz, ganz viel wird online zur Verfügung gestellt, christliche Zensoren reagieren extrem empfindlich auf diese Yeshua ben Panitera oder ben Pantira Geschichte. Und wir haben in ganz, ganz vielen jüdischen Handschriften den Eingriff von Zensoren, wo dieser Name einfach rausradiert wird. Und manchmal, hier kann man das relativ schön erkennen, in dieser Jerushalmi-Handschrift geht dann irgendeine zweite Hand hin und trägt den Namen nachträglich wieder ein. Das sind meistens jüdische Konvertiten, weil die christlichen Theologen konnten diese Texte in der Regel nicht lesen. Und die haben dann sehr genau darauf geachtet, dass diese Tradition unterdrückt worden ist. Wenn wir deswegen zum wichtigsten Talmud kommen, und das ist nach wie vor der Bavli, ist es ganz wichtig, dass wir uns deswegen Handschriften anschauen oder Texte anschauen, die auf Handschriften beruhen, die nicht zensiert sind. Und eine solche Ausgabe ist die von Lazarus Goldschmidt, der 1950 gestorben ist, übrigens die erste vollständige Übersetzung des Talmud in eine andere Sprache, noch dazu in Deutsch. Und diese großartige Ausgabe ist mittlerweile gemeinfrei ebenfalls im Internet zu haben. Sie sehen den Text des Talmud und daneben die Übersetzung von Goldschmidt mit einem umfangreichen Apparat von Anmerkungen. Und hier finden wir im babylonischen Talmud im Traktat Sanhedrin, Sie kennen das Synhedrium, das ist also der große Rat, wird über Todesstrafen diskutiert. Und da wird eine dieser Todesstrafen nämlich durch Aufhängen besprochen. Das ist also eine ganz umfangreiche Diskussion. Und da heißt es hier, und der Gerichtshof tat so, nämlich er sprach diese Todesstrafe aus, bei Ben Stada, also dem Sohn Stadas in Lida, und hängte ihn am Vorabend von Pessach. Also es geht darum, dass hier irgendjemand hingerichtet wird und er wird am Vorabend von Pessach gehängt. Und dann kommt es zu einer Diskussion. Wer ist jetzt dieser Ben Stada? Worum kann es sich hier handeln? Und es ist wichtig, dass wir uns jetzt bewusst machen, dieser Text ist quasi eine Diskussion, die hier geführt wird. Ja, da spricht nicht nur einer, sondern da sprechen ganz viele durcheinander und reden hin und her. Und Sie werden gleich sehen, dass es ein sehr komplexer und extrem anspielungsreicher Text ist. Ben Stada sagt eine Stimme, er ist doch eigentlich Ben Pandira, also Sohn des Panthers. Am Vorabend von Pessach wurde er ans Kreuz gehängt. Ja, diese Tradition kennen wir. Rav Shista, ein anderer Gelehrte, sagte, der Ehemann Baal war Stada, der Liebhaber, hebräisch Boel, war Pandira. Entschuldigung, Aramäisch, der Text ist auf Aramäisch. Einwand, der Ehemann war Pappos ben Jehuda, ich sage daher, seine Mutter war Stada. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Nächster Einwand, seine Mutter war Miriam, in unserer Sprache Maria, die lang wachsen, Mögadla ließ das Haar.
fällt Ihnen eine Maria ein mit langen Haaren und Magdala ist irgendwie ganz klar. Ja, wir haben es hier eigentlich mit Maria von Magdala zu tun. Gadol ist groß. Es ist eine Redeweise, wie Sie im Pumbedita sagen, da sind die großen rabbinischen Schulen, wo der babylonische Talmud eben entstanden ist. Diese geriet auf Abwege, Satat da von ihrem Ehemann. Es ist fast nicht möglich, in einer Übersetzung die ganzen Anspielungen und Wortspiele hier nachzuvollziehen. Faktum ist, wir haben hier mehrere Traditionen, die uns vermutlich sehr bekannt sind. Da wird jemand am Vorabend des Pessachfestes aufgehängt und so umgebracht. Der wird als möglicherweise Ben Pandira bezeichnet. Es wird vom Ehebruch seiner Mutter mit diesem Pandira gesprochen. Das ist ja diese Tradition, um die es hier die ganze Zeit geht. Aber komischerweise wird seine Mutter auch mit Maria Magdalena identifiziert, was ja gar nicht zur christlichen Tradition passt. Aber irgendwie passt das Ganze auch wiederum gar nicht, weil Jesus wurde nicht in Lydda gekreuzigt, sondern in Jerusalem. Ja, und der Unterschied ist den Rabbinen natürlich sehr bewusst. Und auch Maria von Magdala war nicht seine Mutter, ja, sondern gehörte zu den Anhängern Jesu. Wir finden dieselbe Tradition dann noch einmal im Traktat Schabbat des babylonischen Talmuds. Und hier finden wir noch einmal diesen Vorwurf, dass Jesus eigentlich Zauberei in Ägypten gelernt habe. Das kennen wir noch von Kelsos. Das Ganze wird hier auch noch einmal gebracht. Also Sie merken, es wiederholen sich in gewisser Weise die Vorwürfe, die uns schon bei Origenes bekannt sind. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass im Talmud selber gibt es diese Diskussion über die Mishnah und dann gibt es Anmerkungen zu dieser Diskussion. Man nennt diese Leute, die diese Diskussion dann kommentiert haben, die Tosafisten. Und einer der Tosafot schreibt, und das ist Rabbeinu Tam, ein Enkel Raschis, schreibt zu dieser Identifikation von Ben Stada mit Jeschua Ben Pantira. Aber war nicht Ben Stada, von dem hier gesprochen wird, jemand, der in den Tagen von Pappos Ben Jehuda lebte, der seinerseits in den Tagen von Rabbi Akiva lebte, wie bewiesen wird im letzten Kapitel von Berachot. Also an einer anderen Stelle des Talmud lebt dieser Ben Stada viel, viel später als Jesus, nämlich zur Zeit Hadrians und zur Zeit des Bar Kochba-Aufstandes. Also schon die mittelalterlichen Kommentatoren des Talmud sind sich bewusst, das haut historisch einfach nicht hin, dieser Vorwurf. Ein kleiner Blick in den Talmud. Hier in der Mitte haben Sie diese Diskussion, die Gemara. Dann haben Sie den Kommentar von Rashi und der Tosafot an den Rändern, wo alle diese Dinge hier besprochen werden. Lazarus Goldschmidt, der ja selber Jude war, schreibt über diese Ableitung oder diese Identifizierung von Ben Stada mit Jesus Christus. Diese Identifizierung ist ein Hirngespinst des mittelalterlichen jüdischen Fanatismus, die sogar von talmudischen Autoritäten, und dann verweist er eben auf diese Stelle von Rabbeinu Tam, zurückgewiesen wird. Woher kommt dann die Geschichte mit Panitera, Pantera, dass Jesus durch einen Ehebruch hier mit einem römischen Soldaten namens Pantera gezeugt worden sei? Ich berufe mich hier auf einen weiteren jüdischen Gelehrten, der noch lebt, also ein Zeitgenosse von uns ist, das ist Daniel Bojarin, der hier sehr, sehr viele spannende Werke zur frühen Beziehung zwischen Judentum und Christentum und ihrer gegenseitigen Abgrenzung geschrieben hat, aber auch ihrer Übereinstimmung und gegenseitigen Attraktion. Und der sagt, I believe that the most likely explanation was given over 100 years ago by Paulus Cassell and has been forgotten. Also er sagt, es gibt die beste Erklärung schon seit über 100 Jahren und die geht zurück auf Paulus Cassell. Paulus Cassell war seinerseits ein jüdischer Konvertit, der versucht hat, Juden zur Konversion zum Christentum zu bringen. Und er schreibt hier aus Literatur und Geschichte Abhandlungen 1885. Und Cassell sagt, Pantera ist nichts anderes als ein Karikaturname. Nämlich hat man aus dem griechischen Wort Parthenos, Jungfrau, durch eine ganz geringfügige Umstellung Pantera gemacht. Also Jesus stammt nicht ek parthenos, also aus der Jungfrau, sondern er stammt von Pantera. Nicht aus ek parthenu wird ek parthenos.
Es ist sozusagen eine ganz frühe polemische Karikierung dieses Anspruchs, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden sei. Ich kann nur sagen, in der heutigen Forschung findet das breite Zustimmung. Dieser Mann, den ich die Freude habe, bei einem unserer Online-Spezialkurse demnächst begrüßen zu dürfen, Lauren T. Stuckenbrook, lehrt in München an der dortigen Universität. Der sagt ebenfalls und gibt damit einen breiten Konsens in der Forschung wieder, es ist sozusagen eine Verballhornung des griechischen Wortes für Jungfrau. Aus Parthenos wird Panthera. Was folgt daraus? Und das kann ich jetzt relativ kurz machen. Historisch belastbar ist die Tradition, dass Jesus von einem römischen Soldaten gezeugt worden sei, in meinen Augen nicht. Ich denke, wir haben es hier mit einer ganz, ganz frühen polemischen Abwehr der Jungfrauengeburt zu tun und vor allem des damit verbundenen Anspruches, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias ist, etwas Besonderes ist. Und ganz, ganz früh wird versucht, hier sozusagen gegen diesen Anspruch vorzugehen. Und deswegen, und das finde ich sehr, sehr spannend, erfreut sich diese Panthera- oder Panther-Tradition nach wie vor großer Beliebtheit bei Menschen, die dem Christentum eher skeptisch gegenüberstehen. Die merkwürdigste Schleife in dieser Tradition habe ich gefunden zur Zeit des Dritten Reiches, wo es tatsächlich Versuche von nationalsozialistisch geprägten Theologen gegeben hat, christlichen Theologen, Jesus aus dem Judentum herauszulösen, ihn zu einem Arier zu machen. Und die haben zum Beispiel auch sich sehr, sehr gerne an diese Panthera-Tradition angedockt und haben das verwendet, um zu sagen, dass Jesus eigentlich kein Jude war, sondern ein Arier. Ja, das ist von mir aus die wüsteste und extremste Entfaltung dieses Motivs gewesen. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wenn wir die Quellen, vor allem die ältesten Quellen, uns wirklich in Ruhe anschauen, dann werden wir sehr rasch erkennen, hier handelt es sich nicht um eine historische Information, hier handelt es sich um eine frühe polemische Abwehr dieses Anspruchs, den die Christen stellen, wenn sie sagen, Jesus ist der Sohn Gottes und er ist von einer Jungfrau geboren worden. Alle Texte, die ich Ihnen hier präsentiert habe, wenn das zu schnell gegangen ist, können Sie im Original und in meiner Übersetzung auf meinem Blog auslegungssache.at gerne nachlesen. Ich sage danke für Ihr Interesse und wünsche weiterhin eine schöne und angenehme lange Nacht der Kirchen. Danke sehr.